Ich möchte jetzt wieder einen Film drehen, weil ich wollte über Moses Gesetze, das größte, allerwichtigste Gesetz reden. Und wieder mein Telefon am Arsch, jetzt kann ich wieder nur die alte Kamera nutzen. Das ist auch nicht normal. Die wollen diktieren, hier auch im Hintergrund, wenn ich mein Telefon nutzen kann, über welches Thema ich reden kann oder nicht. Und wer schon dieses Video an meiner Kamera versucht zu blockieren, an mein Telefon, was hier ist, ich lüge nicht, also ich filme jetzt mit einer alten Kamera, das ist mein Telefon, geht wieder nichts. Ich will über das größte Gesetz reden, über Moses Gesetz, das Allerwichtigste. Wenn man das nicht hält, da bricht man alle Gesetze. Also wer dieses Video jetzt versucht hat zu blockieren, der ist sowieso ein Gotteshasser und ein letzter Dreck. Deswegen nutze ich die alte Kamera. Ich hoffe, dass man mich hören kann, weil der Ton wird da auch variiert, sie ist sehr alt. Also in erster Linie will ich, dass alle Bekannte senden das Video, die auferstehen wollen und die mich schon kennen. An Tora Frankfurt habe ich jetzt eine Frage. Wenn man immer nur das Äußere sieht und Fehler sucht an dein Äußeres und nicht auf das Wort oder das Gesetz achtet, nur das Äußere versucht zu sehen, ja, was hatten die an und so, aber nicht das Gesetz tut, da wird man auch zur Heide. Was für ein Kleidungsstück würde Israel Gottes Braut geben, die für das Gesetz kämpft und in Wald hungert, gesetzlos hungert, ohne Dokumente, ohne Menschenrechte und von behinderten Nazis gefoltert wird und vergewaltigt werden versucht, also der Staat will sie vergewaltigen und alle schauen zu. Und die Juden schauen, anstatt mit dem Gesetz zu helfen, beobachten sie seit Jahren, ja, was hatten die in ihrer Not, in ihrer Leidens-Golgotha vor Hosen an oder vor Klamotten an. Und da denken die, die gehören zu Gott. Nein. Weil Gott gab das Gesetz, und das gilt jetzt für Mohammedaner, Islamisten, für jeden Mensch, Gott gab das Gesetz, dass ihr Menschen werdet. Tiere brauchen keine Gesetze. Aber wenn man zum Vater, zum Mensch und auferstehen will und ein Mensch sein will, dann muss man das Gesetz halten. Und wenn man wie Tiere liebt, lebt, wie Tiere gesetzlos und Menschen foltert, gesetzlos, dann wird man vor Gott zu einem Goy. Egal ob man Jude ist oder Muslim oder Christ, wenn man gesetzlos Menschen wegen Gott foltert, da wird man so ein Goy, ein Tier. Und wenn ihr denkt, Gottes Geist kann nicht in eine Frau sein, wenn ihr so denkt, dass Gott einer Frau keinen Heiligen Geist geben kann, dann können alle Männer auch nicht zu Gott gehören, weil alle Männer bestehen als eine Frau. Also alle Männer sind von dem Frauenkörper herausgewachsen, alle Männer. Und da wird ja diese Vermutung wahr, was viele Juden damals gefragt haben und gesagt haben, wie kann ein Mann rein sein, wenn er als ein unrein Körper, als eine Frau besteht. Ja, und deswegen hat Gott und die Propheten und der Messias gesagt, vor Gott gibt es keine Geschlechter, jeder kann den Heiligen Geist bekommen. Das Gesetz macht dich zum Mensch und ein heiligen Mensch. Weil wenn man das überlegt, wenn alle Menschen die Gesetze einhalten würden, alle Menschen, da gäbe es kein Leid, keine Gesetzlosigkeit, da gäbe es kein Mord, Hunger, Vergewaltigung, da würde kein einziger Mensch leiden. Nur wenn gesetzlose Menschen existieren, die sich dann noch heilig nennen und dann gesetzlos im Hintergrund alle Gesetze brechen, da wird Armut und alles entstehen. Und wenn ihr so denkt, ja, Gott kann eine Frau überhaupt nichts beibringen, da sage ich dasselbe, wie kann ein Mann dann Gott begreifen, wenn er als eine Frau kam, weil sie ja behaupten, Frauen gehören ja nicht zu Gott, die sind ja alle Huren. Und wer jetzt sich in Theologie auskennt, Benjamin Harrison Friedman hat gesagt, er war ein echter Jude, dass heutzutage unter
den echten Volk Israel, unter den echten Volk Israel, sich auch Phallos-Ehre eingemischt haben, die Kasan waren, die Phallos ehren und sich dann einbilden, dass sie Juden sind. Wie, jetzt frage ich diese, die, nicht die echten orthodoxen Juden, sondern diese Phallos-Ehre, kann man, wenn ich jetzt so ein Verhalten aufweisen würde, ich mache eine Furze, ein Statue, überall Furzenstatus und sage, meine Furze ist Gott und was würdet ihr über mich denken? Ich glaube, alle, jeder normale Mann, der normal ist, würde sagen, die ist eine behinderte Hure, die Furzenstatus, also Vagina-Status aufstellt und sagt, es ist Gott. Also jeder normale Mann würde sagen, ich wäre eine asoziale, primitive Hure. Und so denkt Gott über euch. Weil wer Genitalien Phallos aufstellt und sagt, das ist Gott, der beleidigt Allah, Gott im Himmel. Und wer denkt, dass Gott ein behinderter Phallos ist, ohne Verstand, ohne Gesetz, der ist für Gott eine letzte asoziale Hure, ohne Verstand. Und eure Verhalten hat nichts mit Gott zu tun, überhaupt nichts. Denn wenn ein Mensch kein Gesetz einhalten kann und mit dem Gesetz nur foltern kann, da gehört er nicht zu Gott. Und ich frage immer, ihr redet nur über Feminismus und so, dass das Feminismus sei, wenn man Frauenrechte gibt. Ja, da ist Gott, Allah, der größte Feminist. Mohammed selbst ging zu den Heiden und hat gepredigt, vor Allah, vor Gott gibt es keine Geschlechter, die Frauen sind genauso viel wert wie die Männer. Mohammed hat gepredigt, wer eine Frau verkauft und sie nur ausnutzt und sie heiratet, geht in Jehenna, in die Hölle. Mohammed hat Allahs Gesetz, Musa-Gesetz, gepredigt. Musa hat gesagt, wer eine Frau und sie heiratet, nur ausnutzt, geht in die Hölle. Die haben dieselben Rechte. Also ist Gott der größte Feminist. Warum verkauft ihr nicht eure eigene Hurenmutter und wichst sie voll? Warum verkauft ihr nicht eure eigene Hurenkinder und wichst sie voll? Wenn ihr das nur mit anderen machen könnt,